Seit Tagen sorgt sich die heimische Society um Richard Lugner. Er befindet sich in einem zumindest für Außenstehende besorgniserregenden Zustand und musste schon mehrmals mit der Rettung ins Spital. Der Rücken macht ihm zu schaffen. Jetzt hat er endlich eine Diagnose. Es sei ein Sprung in einem Lendenwirbel, der Lugner höllische Schmerzen beschert. Wie der 91-Jährige die Krone erleichtert wissen ließ, sei er bei dem Schmerztherapeuten Professor Zimpfer aber in besten Händen und benötige keine Operation. Es wird vermutlich 2 Wochen dauern, bis die Schmerzen nachlassen, aber es wird ohne Operation gelingen, erklärte er hoffnungsvoll. Verursacht worden sein dürfte der Riss bei einer Massage. Derzeit muss ich vormittags und abends Spritzen gegen die Schmerzen bekommen, teilte er mit. Bis zur Hochzeitsreise mit seiner Simone im Juli nach Griechenland dürfte somit alles wieder gut sein. Unter gehörigem Medieninteresse hat der Baumeister erst am 1. Juni im Wiener Rathaus zum 6. Mal geheiratet und seine Lebensgefährtin Simone Reiländer alias Bienchen zur Frau genommen. Für sie muss dieser Start ins Eheleben voller Sorge um ihren Liebsten nicht gerade leicht sein.